Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Alice 17 auf der Nordfriesischen Marsch, Vierfach-Map in der Version, hast du nicht gesehen, ne, 1.5 ohne Gräben. Wir sind immer noch dabei, hier Vieh zu ernten. Ja gut, der steckt im Verkehr fest, das ist klar. Das ist ja kein Wunder. Jetzt gleich nicht mehr. Der eine Lexion sollte aufgetankt werden. Ja, okay. Da lassen wir uns jetzt mal noch ein bisschen Zeit mit. Ja, läuft. Läuft, würde ich sagen. Hier, die Ernte läuft. Kann man nichts anderes drüber sagen. So. Die können wir jetzt erstmal versuchen, automatisch laufen zu lassen. Wir sind also auf Feld 14 und Feld 16 sind wir am Dreschen. Holen wir Gerste. Gleichzeitig sind wir schon auf Feld 2 am Stroh sammeln. Bringen das ins Hofsilo. Ich habe hier noch meinen Milch-LKW, der Milch zur Molkerei gebracht hat. Ja, die Molkerei produziert im Augenblick aber nicht, weil ich glaube, dass alle Spawnplätze voll sind und ich bin mir gar nicht sicher, ob die Molkerei Wasser hat. Doch Wasser müsste sie eigentlich haben. Gucken wir mal. Da hinten fährt mein Strohsammler schön übers Feld. Das ist doch traumhaft. Traumhaft. Wir gucken mal. Neue Cosplay-Version habe ich installiert. Ist also heute jetzt der Beginn einer neuen Aufnahmesession. Wollen wir mal gucken, was die so bringt, die Cosplay-Version, die wir hier installiert haben. Mal gucken. So, den können wir erstmal wieder voll machen. Oh, haben doch schon ganz schön viel besoffen. Die Schafe. Ja, dann machen wir den doch mal eben voll, dann haben wir das gleich, wenn wir ihn dann nächstes Mal wieder brauchen. Bisschen Gras bräuchten wir hier bei den Schafen auch nochmal. Oh, aus. Hier läuft alles. Joa, hier läuft alles. Hier wird produziert ohne Ende. Das ist schön. Das hier ist auch alles tutti sozusagen. Will nicht klagen. Zum Gegenteil, ich hoffe nur, dass der noch genug Sprit hat, um hier das Feld noch abzuernten. Aber so viel ist das ja nicht mehr. Es sind nur 2, 4, 6 Bahnen, 6,5 Bahnen noch. Naja, das kriegen wir wohl schon hin, denke ich mal. Mal gucken. Den haben wir hier noch stehen, ja, weiß ich. Ja, mit dem können wir ja leider keinen. Scheinbar irgendwie keine Mischration mehr abkippen. Weil unsere Rinder bräuchten, unsere Kühe bräuchten eigentlich dringend Mischration. Oh. Und unsere anderen Viechers hier auch. Wo haben wir jetzt unsere ganzen Wagen? Muss ich doch tatsächlich erstmal gucken. Ich habe im Moment. Wo habe ich denn meine beiden Joskin? Also einen weiß ich. Aber wo ist der zweite? Die denn? Verdammte Axt. Muss ich erstmal auf eine Karte gucken. Hallo? Karte? So.
So, den habe ich oben bei der Holzindustrie. Ja, ist okay. Der kommt da weg. Dafür kommt dann Joskin hin. Oder so. Der ist da an dem Abfahrer. Ja, das ist klar. Der steht unten am Rinderhof fest. Der ist an dem Abfahrer dran. Der ist an dem Abfahrer. Da war noch ein Joskin. Da. Aha, die sind beide an Abfahrern dran. Na, das ist ja schade. Ja, nützt ja nichts. Dann müssen wir mit dem hier mal zum Haupthof fahren, würde ich sagen. Wir müssen den mal umtauschen, weil ich will jetzt nicht extra noch einkaufen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Sondern ich würde einfach viel lieber nur... War hier nicht mal ein Zaun? Können. Da war mal, es gab mal eine Version, wo da ein Zaun war, aber ich mag mich täuschen. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir denn mit dem hier dann Futter zu die Kühe bringen können, ne? Gucken wir mal. Schauen wir nochmal bei der Mischfutterfabrik vorbei. Hier unten steht der Raps, den wir noch ernten müssen. Häcksel die Häcksel. Ich weiß gar nicht, ob ich gute Schiebeschilder habe. Da muss ich dann erstmal gucken. Notfalls muss ich mir da noch einen vernünftigen Mod runterladen. Mal gucken. Ich hab mich verfahren. Mal sehen, meine Leute hier bei den Schafen sind auch bei der Arbeit. Das Auto stand da ja geparkt. So. Ja, Gras. Ich brauche unbedingt noch Gras. Ich muss noch Gras ernten. Unglaublich. Hätte ich ja nie gedacht. Wobei, ich habe, glaube ich, beim Rinderhof habe ich, glaube ich, genug, oder? Habe ich da Gras oder habe ich da nur... Ne, da habe ich, glaube ich, auch Gras. Muss ich mal was hier hochbringen. Boah, ich kann natürlich auch direkt dann... Ja, wie auch immer. Die Kollisionen hier weg? Scheinbar. Der arme MB-Truck. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das denn hier klappt. Mit den Kühen. Mit den großen Krampeltrailern. Oder Krampel, Ende. Keine Ahnung. Mit den großen roten Trailern, die ich da stehen habe.
konnte ich ja letztens keine Mischration im Kuhstall abliefern. Bisschen ärgerlich. Die Viecher haben ja auch Hunger, ne? Oh, hier habe ich auch noch Gras. Das kann ich dann auch noch meinen Dingens da bringen. Wollen wir mal schauen, ob wir denn mit dem hier was hinkriegen zum Abkippen. Ich kann hier kein Kraftfutter abkippen. Keine Mischration. Keine Chance. Da ist nichts zum Abkippen. Kommt kein Trigger. Nix. Kein Trigger. Was schade ist. War jetzt nochmal andersrum dadurch, aber ich habe keinen Trigger gesehen. Ja. Hier ist kein Trigger. Danny! Fahr jetzt hier mal durch. Ich kann ja schlecht meine Viecher hier verhungern lassen. Ja, schade, Danny. Handlungsbedarf. Definitiv. Definitiv Handlungsbedarf, das kann nicht sein. Viecher verrecken mir. Da ist er gerade weggefahren. Das ist doch schön. Passt doch. Da war ich vielleicht ein bisschen schnell. Aber ihr habt das ja gesehen, ne? Ich bin da durchgefahren, links und rechts. Es war kein Trigger für Kraftfutter, für Mischration. Ach ja, schade. Schade. Jetzt können wir aber erstmal die Schweine füttern.
schade. Weil es fehlt natürlich jetzt, aber erstmal müssen die hier was kriegen. Wieso habe ich eigentlich Solarzellen auf dem Dach, aber keine Einnahmen dadurch? Der schließt sich mir noch nicht so ganz. So. Ah, Leute, da läuft's hoch. Schon leer. Kann ich mal direkt rückwärts wieder raus? War da jetzt noch was drin? Oder ich habe gar nicht drauf geachtet. War mein Hänger voll oder war hier das Silo leer? Ich befürchte, das Silo war leer, ne? Ja. Silo war leer. Alles klar. Aber wir haben ja hier noch ein bisschen was produziert. Ja, da ist doch reichlich drin, das ist doch schön. Das ist doch schön. Das soll wohl reichen. Kein Mist mehr da. Das heißt aber ja, dass die Düngerproduktion gut gelaufen ist. Können wir auch nochmal Mist irgendwann hinbringen. Und er quält sich hier. Und da können wir wieder zugucken. Perfekt. Ach, ganz klein bisschen noch drin. Das ist aber ja gar kein Thema. Haben wir aber gut verbraucht. Kann man nicht anders sagen. Passe ich da durch? Na klar. So, das hauen wir mal eben hier rein. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Gerne auch Kommentare, auch mit Kritik, solange sie konstruktiv ist, betone ich immer wieder. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Über ein Abo freue ich mich natürlich. Wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, freue ich mich auch tierisch. Ich lasse das jetzt mal mit Mist fahren. Und besucht mich bei Facebook. Ich heiße da Friesenjung13. Kommt auf meine Website friesenjung13.de. Kriegt ihr immer überall Informationen, wann hier neue Videos kommen, Livestream, irgendwelche Aktionen, sowie zum 300 Abonnenten-Jubiläum der offene Livestream, wo man dann
sich bewerben konnte, wo sich auch tatsächlich ja sieben Leute beworben haben. Ich habe 6 davon eingeladen. 2 sind dann auch tatsächlich erschienen. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Also nicht, dass die beiden haben mich nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil. Das hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben entschieden, dass wir des Öfteren in dieser Konstellation spielen werden. Wie oft, weiß ich nicht. Wenn, dann wird das sicherlich auch live übertragen werden. Aber es war schon echt cool. Hat eine Menge Spaß gemacht. So, jetzt ist das passiert, was zwangsläufig passieren musste. Hier stehen sich 2 gegenüber. Ja, klar. Irgendwann musste das passieren. So. Aber schnell behoben. Ja, in diesem Sinne sag ich mal ciao.